Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal Minecraft Dungeons. Und wie ihr seht, sind wir schon in dem Spiel drinnen. Gerade wir erstellen einen neuen Charakter. Welcher Skin sieht denn cool aus? Oh, der mit dem Skelett, der sieht cool aus. Der da? Ne, der mit dem Skelett. Ja, den nehmen wir einfach mal. Fertig. Auswählen. Und spielen. Los geht's. Legen los, Leute. Tintenfischküste. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Wir sind ein Held. Die Dorfbewohner brauchen dich. Die Dorfbewohner brauchen mich, okay. Okay. Okay, Jung. Ah, so bewegen wir uns. Rollen. Okay, dann laufen wir mal los. Oh, ein Zombie. Auf den. Easy, Junge. Wir sind ja anders, OP. Einfach Zombie one-shotted. Zombie one-shotted. Bam. Bats. Bam. Bam. Let's go, Jungs. Also, sieht schon mal gut für uns aus. Pfeile. Gut. Ah, wir müssen das Skelett abschießen. Ah, so. Mit so wandt man oben. Nach da geht's. Da geht der Pfeil hin. Das sieht hier alles ziemlich cool aus. Muss ich schon sagen. Und ein Skelett. Mann, ich stehe zu weit da. Bam. Getroffen. Headshot. Okay, los. Wir müssen jetzt alle Zombies erledigen und das Dorf retten. Denke ich mal. Komm ja, jetzt krassere Mobs. Vorräte. Ah, wir bekommen Pfeile und ein Brot. Ah, das Brot heilt uns hier unten. Hier unten sehen wir unsere Leben. Und es heilt uns. Okay. Dann legen wir mal los. Dann laufen wir. Hä? Wer ist er? Wieder spawnt Leute. Die haben wir easy gemacht. Los. Ah, easy. Levelaufstieg, okay. Verzauberungsbuch. I. Inventar. Unser Schwert. Ein Bogen. Ah, wir können verzaubern. Schürfer. Nee, ich glaube, es ist klüger, momentan noch die Punkte aufzusparen. Und dann was richtig gut zu verzaubern. Wir haben eine Feuerwerksrakete bekommen. Die tun wir erstmal auf die 1 legen. Oder, ja, 1. Dann haben wir die drinnen im Bogen und schießen. Yo. Ist ja krass. Feuerwerksrakete einfach mal. Damit dann so. Hey, wie kommen wir denn da rüber? Vielleicht wenn wir rollen? Rolle. Wir haben es geschafft, Jungs. Jetzt haben wir so einen Unsichtbarkeitstrank. Okay. 80 Damage. Ah, ich glaube, wenn man unsichtbar ist und dann jemanden angreift, macht man mehr Damage. Ich glaube, so läuft das. Erstmal die Feuerwerksrakete wieder in meinen Bogen tun. Wo sind wir denn jetzt? Sieg! Let's go! Jungs, wir haben es geschafft. Verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Ja, Mann, wir sind der Held. Let's go, Held des Dorfes. Eine Kiste. Boom. Eine Angel.
Raubanführer. Ah, okay. Inventar. Die Angel. Noch das zweite Artefakt. Oh, wir haben hier kosmetische Gegenstände. Ein Cape. Das sieht ja geil aus. Noch ein Papagei. Es gibt hier Emotes. Und Klatschen. Hier Feuerwerk. Und Schweine. Und das hier. Oder Blitz, nee, Wasser. Okay. Dann M. Okay. Der Creeperwald ist als nächstes. Wir sind 1. Dann machen wir auf 4. Auf 4 machen wir. Creeperwald. Auf Geheiß des Erz-Illagers sind nun alle freien Bürger Feinde des Imperiums der Illager. Irgendwo in diesen Wäldern bringt eine Karawane gefangene Dorfbewohner in ein weit entferntes Gebiet. Finde die Karawane und stoppe die Illager. Oder den Dorfbewohnern droht ein unaussprechliches Schicksal. Hui. Da sind wir. Okay, befreie die Villager. Okay, wir sollen die Villager aus dem Dorf befreien. Okay, da gehen wir. Oh, der hat Rüstung. Der ist krass. Das ist ein krasser Heimer. Wir haben eins höhere Schwierigkeitsstufe gestellt. Also sollte jetzt ein bisschen schwerer für uns werden. Was, Junge, raus mit dir. Mit dir. So, ein Apfel. Batz. Nochmal ein Apfel. Bogen Level 3. Also besser als meiner. TNT. Ja, ich hab das TNT darunter. Heiltrank. Okay, gut. Batz, Junge. Das war knapp. Richtig knapp. Angel. Ich kann, glaube ich, so Mobs damit herziehen. Ich stun die gleich. Guck mal in mein Inventar. Ein Bogen. Der ist besser als meiner. Den rüste ich erstmal aus. So, die alle killen. Gut. Haben wir die. So. Den Villager befreien wir. Den Villager befreit. Okay. Unten rum, was gibt's hier? Hä, die Pilze machen Geräusche. Die Pilze machen Geräusche. Smaragde, okay. Auf die Skelette! Mit dem Bogen. Angeln. 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 Levelaufstieg! Ja, Mann. Auf sie. Auf die Mobs hier alle. Ich würde erstmal sagen, wir erkunden mal die ganze Map. Batz. Batz, 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 batz. Ist mal ein bisschen wieder geheilt. Boom. Skelette hochgejagt. Aber wir gehen gerade nicht den Hauptweg entlang, Jungs. Ich würde mal sagen, wir erkunden hier ein bisschen. Ist mal weg, alle. Weil ich habe gehört, hier gibt es irgendeinen Dungeon, hier, den man freischalten kann. Es wäre cool, wenn wir jetzt noch richtig krasse Sachen bekommen. So. Hier haben wir ein bisschen Äpfel zum Heilen. Let's go.
Ich habe Regeneration da oben. Abend essen. Nochmal essen, obwohl ich voll Leben bin. Nee, hier gibt's kein nichts mehr. Karte. Ui. Okay, da unten haben wir noch fast gar nichts erkundet. Wo sind wir gerade? Da. Ja, okay, dann gehen wir mal da runter. Da können wir vielleicht den Dungeon reinschalten. Let's go. Hier laufen wir. Okay, wir müssen diesen Dungeon freischalten. Das ist einfach geil. Dungeon einfach. Wir haben ja jetzt noch gar keine Rüstung. Also wir sind anders schwach. Da. Ich muss noch weiter runter. Okay, da jetzt rum. Hier so. Okay, gut. Hier müsste, glaube ich, irgendwo der Dungeon sein. Erstmal heilen. Oh mein Gott, Leute. Es sind hier viele Skelette. Ich habe ein besseres Schwert bekommen. Einen Bogen schieße ich die ab. I, Inventar. Ein Dreier-Schwert, okay. Rüste ich auf jeden Fall aus. I. Okay. Dann würde ich mal sagen, geht's weiter. Hier die ganze Skelette. Da. Batz. Ich kann ja gar nichts sehen hier. So, bam. Der Rakete. Hallo. Okay, Leute. Wo sollen wir jetzt lang gehen? Ich glaube, wir haben den Dungeon gefunden. Den kann man so drücken. Die Tür öffnet sich. Können wir jetzt da reingehen? Können wir da rein? Huh! Neuer Ort. Wir haben einen neuen Ort freigeschaltet. Gruselige Gruft. Okay. Eine Truhe. Eine Axt. Aber wir haben, das ist die schlechter. Wir haben ein Level 3 Schwert und die ist nur ein Level 1. Okay, wir brauchen mal eine Rüstung. Was gibt's hier? Nichts. Immer den Monstern nach. Der beste Weg. Immer den Monstern nach. Bam. Gott. Gefetzt haben wir die da. Oh, hier gibt's so eine Brücke. Eine richtig gebrochene. Unsichtbarkeitstrank. Angel. Und bam. Angel. Ich bin fast tot. Zum Glück, ich konnte mich noch heilen. Da ist schon wieder der Ausgang. Hä, gibt's hier eine Karte? Da gibt's doch noch mehr zu erkunden. Wir gehen da noch lang. Hoffentlich finden wir noch ein bisschen. Wir brauchen eine Rüstung. Sonst geht's einfach nicht. Wir brauchen einfach eine Rüstung. TNT. Levelaufstieg. Gut. Da mache ich ein TNT. Shit, gibt es TNT. Nicht komplett falsch geworfen. Die Truhe. Zum Glück haben wir Rüstung. Yes, sir. Bam. Gut, wir haben eine Rüstung jetzt auch. Viererbogen, seltene. Der hat zwei Verzauberungen hier. Oder? Ja, das sind schon Verzauberungen, glaube ich. Okay. Wir haben jetzt eine Rüstung, Jungs. Okay, dann gehen wir jetzt an den. Ja, wir haben den ganzen Dungeon erkundet. Und jetzt gehen wir da wieder raus. Oh.
Höhle, nochmal so eine Höhle. Nochmal ein Dungeon. Truhe. Oh, eine schlechtere Rüstung. Höhle ist ein Monster. Creeper. Scheiße. Was? Digga, das sind nur Creeper. Und, jetzt schon vorbei. Level 4. Bessere Rüstung, bessere. Level 2 auf 4. Let's go. Was gibt's hier hinten? Wo sind da viele Smaragde? Ist hier irgendwas? Oh, hier können wir ja so jemanden befreien. Der sieht aber anders aus. Dorfhändler freigeschaltet. Wir haben irgendeine Dorfhändler. Vielleicht bauen wir in dem Spiel ein Dorf auf. Mal gucken. Also der sah nicht aus wie ein normaler Villager. So, jetzt gehen wir erstmal den Weg wieder weiter. Creeper, aufgepasst. Das war knapp. Erstmal ein bisschen heilen. Bam. Das. Batz. Okay. Batz. So. So, alle gekillt. So. Äpfel. Schweinefleisch. Was gibt's da hinten? Da gibt's auch noch was zu erkunden. Dann gehen wir hier zuerst lang. Was gibt's denn hier? Hab ich ja noch nie sowas gesehen. Aber da gibt's, glaube ich, nichts. Wir haben noch Speed für 10 Sekunden. Das nutzen wir hier aus. Okay, hier gibt's, glaube ich, nichts. Ja, dann gehen wir wieder den Main Weg weiter. Boom. Hier. Eingesammelt. Batz. Okay, Leute. Jetzt müssten wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Ein Haus. Ich glaube, immer wo es gelb leuchtet, kann man rein. Da kann man rein, okay. Jetzt nochmal so Töpfe, immer diese Töpfe zerstören und kriegt man Smaragde. So, rein da. Boom. Kannst du die Spinnen? Oh! Hilfe! TT! Batz! Die Spinne habe ich auf jeden Fall ausgelöscht. Ich habe ein ganzes TNT auf die geworfen, Junge. Spinnenhöhle. So. Komm her, Spinne. Headshot. Boom, Headshot. TNT war da. Was gab es da drüben eigentlich? Und nochmal ein Topf. Okay. Nimm mich mit. Den Tee. Ein Schwein. Mit einer Truhe. Das greife ich an. Batz. It is dropped Emerald. Und eine Rüstung. Einser-Rüstung leider nur. Da gibt's so ein Dorf. Oder ist es ein Eingang? Befreie die Dorfbewohner. Neues Ziel. Befreie die Dorfbewohner. Okay, da ist einer. Den befreien wir. Gut, wir haben ihn befreit. Let's go! Der muss her. Der verzaubert die. Den immer, solche Magier immer zuerst töten. Ein großer. Großer Oschi. So. Schwein. Hab dich. 5 muss ich befreien. Steht da oben rechts. Bam. Habe ich? Ey, diese Magier halten ja gar nichts aus. Wenn die anderen verzaubern, ist es schon scary.
Ist mal da wieder lang, weil der zeigt einen Pfeil an. Oh, da ist ja ein. Okay. Und jetzt da der letzte, da hinten. Gibt's hier was? Ja, da gibt's noch was zu erkunden. Hier. Und noch so jemand? Hau ich um. Der hat mehr als gehalten. Zwei Schläge. Nicht nur einer. Vorräte. Rot. Ja. Da ist der letzte. Bam. Speed und auf ihn. Let's go. Suche. Keine Ahnung was. Ich kann das nicht lesen. Irgendwas müssen wir suchen. Gibt es hier viel Platz zu erkunden? Müssen wir jetzt gleich gucken. Ja, da hinten müssen wir noch was erkunden. Was gibt's hier? Gar nichts. Toll. Ja, okay. Dann gehen wir weiter. Was geht's? Okay, da haben wir. Kuh, die wird nicht verschont. Okay, da müssen wir lang. Nee, da kann man nur erkunden. Lang müssen wir da vorne. Ach nee, das ist nur so eine Wasserquelle. Abkürzung. Eine Kuh macht Mu. Okay. Gehen wir da runter? Eine Rolle. Into taktischen Angriff. Da erstmal herkommst du, dann kriegst du eine Rakete in die Fresse. Und so gut. So, gestunt. Eine Wolfsrüstung. Erstmal einsammeln. Irgendeine Wolf. Ein Wolf war das. Level 9! Leute, die ist ja anders OP. Level 9er. Okay. Die sieht auch drippy aus. Jetzt so eine, nicht in die Lava fallen am besten. Oh, cool. Da beschwört jemand. Ja. Bats. Das war knapp. Creeper wäre fast vor meinen Augen. So. Rennen wir mal hier hoch. Und. Diese Dorfbewohner wurden dank deiner Hilfe aus den Klauen der Illager befreit. Ja, Mann. Jetzt bekommen wir bestimmt eine Belohnung. Ich sag's euch. Hier so eine Kiste. Und aufmachen. Ein Todeskappenpilz. Okay. Bam. Testen wir mal, oder? Was ist denn das für eine Statue hier? Belohnung abholen. Smaragd. Gold. Okay, haben wir. Hier ist ein Dorfhändler. Eine 12er-Axt. Die können wir uns leisten. Doppel-Axt. Und hier so eine Armbrust. Wollen wir uns auch schwer Armbrust. Doppelaxt rüsten wir aus. Was kann die so? Das ist das Hinterhalt. Nee. Was kann das? Ewillige Bienen. Was kann diese Armbrust? Hier? Verbrennung. Bonusschuss. Machen wir mal einmal. Skillen wir einmal rein. Dann machen wir das mit diesen Bienen. Hört sich ganz cool an. Und Hinterhalt einmal. So, jetzt haben wir überall einmal rein geskillt. Und Lagertruhe. Ah, da kann ich Sachen reintun. Nicht verwerten? Ah, dann bekomme ich hier Smaragd. Okay, das mache ich. Weil ich die Items ja nicht brauche.
So. Okay, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Was gibt es da? Was ist das? Kann ich meinen Schaden testen? Okay, dann aktiviere ich mal Bam, Bam. Aber das macht da gar nichts. Was kann der Pilz? Dann schlage ich anders schnell. Das ist gut, glaube ich. Das ist ein sehr gutes Item. Okay. Was haben wir denn hier? Okay, gar nichts mehr. Dann würde ich sagen, Leute, das wäre es auch schon gewesen mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wieder bei einem Video Minecraft Dungeons. Ciao.